Ja, Leute, Zusage ist schön und gut, aber wenn man sowas bekommen hat, dann muss man es natürlich auch machen. Und das Schöne, was ich habe vorhin sehr viel darüber nachgedacht, so, wow, krass, so, man bekommt ja eine Zusage erst dann, wenn man Monate und Monate davor verschiedenste Dinge gemacht hat, mit Leuten in Kontakt getreten ist, seine eigenen Sachen gemacht hat, YouTube, Instagram, sich selber vor allem extrem weiterentwickelt hat und all diese Sachen, dachte ich mir, wow, krass, okay, man muss all diese Sachen erstmal machen. Bis dann ein so ein besonderer Moment kommt, wo dann vielleicht auch andere sagen so, wow, krass, was geht's bei dem ab oder so? Und was für einen selber dann auch so voll heftig ist. Und gleichzeitig, dann kommt der Spike und trotzdem geht's danach ganz normal weiter. Und ich sehe das jetzt auch schon bei vielen, nicht großen, aber Leuten, die vielleicht schon so 10.000 Abonnenten haben. Und ich glaube, ich kann mich schon, dadurch, dass ich das Zeug selber so YouTube und seine Message nach draußen tragen, schon gut in die Reihe versetzen. Und ich merke bei so vielen total, wie dadurch, dass sie nur erfolgreich werden wollen, dass so, erstens, dass sie nicht glücklich sind damit und zweitens, dass sie auch ganz schnell, ich meine, ihr kennt ja alle Clickbait in Titeln, das spüre ich mittlerweile so krass raus, aus welchen Motiven eine Person ein Video macht. Und da habe ich für mich jetzt schon, obwohl ich noch so ganz am Anfang stehe, so schnell gemerkt, okay, krass. Ich will immer ehrlich zu mir selber bleiben. Ich will immer das machen, was ich wirklich möchte. Und vor allem, ich habe jetzt gerade Bock, diese Präsentation zu machen. Sprich, es ist nicht so, dass ich mir sage, ja, geil, ich werde da krass bezahlt und Flug und sonst irgendwas. Sondern es ist vor allem, ich will echt eine geile Präsentation machen, weil ich es liebe zu präsentieren. Ich habe Bock auf die Schüler und ich will ihnen ehrlich Wert bringen. Und es wird alles zurückkommen. Und das, ich weiß nicht, ob ihr euch da gerade reinversetzen könnt, aber für mich ist es gerade voll der bewegende Moment. Weil ich einfach merke, hey, okay, krass. Wenn ich einfach nur immer die Sache mache, wo ich die Sache selber, den Prozess gerne mache und nicht nur auf das Resultat aus bin, dann werde ich immer glücklich sein, ich werde erfolgreich sein, weil ich es immer weitermachen werde und ich werde auch alles bekommen, was ich dafür brauche. Und das ist voll krass gerade und ich glaube, dass ich darüber speziell in ein paar Jahren echt, krasse Message raushauen kann, weil ich glaube, dass es am Ende darauf ankommt, dass du die Sache, die du wirklich machen möchtest, dass die Sache, die du machst, auch wirklich die Sache ist, die du machen möchtest und dass es nicht nur die Sache ist, die dabei rauskommt. Das heißt, wenn du Fußballprofi werden möchtest, dann solltest du wirklich Fußball spielen und Fußball trainieren machen wollen. Dass du reich bist, populär, was weiß ich, kann auch alles schön und gut sein, aber es darf niemals nur das Reich oder sonst irgendwas werden, weil dann wirst du, wenn es mal ausbleibt, es nicht weitermachen und du wirst es niemals schaffen. Und deswegen fühlt sich das gerade mega gut an. Ja, okay, dann machen wir das so. Habe ich mega Bock drauf, habe ich mega Bock drauf. Einfach dadurch, dass wir so viele Sachen gemeinsam haben, ich finde es so geil. Eternal life, make my family proud. Still lost in a cloud, I make music now. I'm down a ride, suffer for the cause. I'm getting right, but my money low. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks in vain, no. Most of these blessings I can't even see. Praying that I get to breathe, yeah. Another day I am seeing the sun. I am just feeling the breeze. I think I'm stuck in between. Living real life or just floating a dream. Ever I choose, I'ma do it for me. No stones on my neck, no Medusa to see. No, that shit isn't for me. No, I ain't wearing Supreme. Cartoon life, blue head on me looking clean. Yeah, I said 20 people on my head. Fuck what he said, she said. Fuck what everybody said right now. I just dropped college, I ain't never going back, no, no. Cause this life is too good to be caught up in that debt forever. I be maneuvering clever. I just look in the mirror every time I just wake up and go get it. Es gibt ja diesen Spruch, dass man erst dann die Sachen wertschätzt, wenn man sie mal nicht mehr hat. Und das trifft gerade auf mich so heftig zu, denn was ich gestern nicht mehr gefilmt habe, ist, dass ich richtig lang noch mit meinem Bruder am Küchentisch saß. Wir haben über alles Mögliche geredet, sozusagen Gott und die Welt. Und ich habe währenddessen einfach ein paar Süßigkeiten gegessen, einfach wieder ein bisschen so lockerer. Und ich weiß nicht, es dürfte eigentlich gar nicht mal so krass viel gewesen sein. Aber heute geht es mir so dreckig. Also nicht so dreckig, aber ich habe halt
Mecker vor so einem Kopf, boah, nee, keine Ahnung. Und obwohl ich und was noch dazu kommt, ganz wichtig, meine Oberschenkel. Die fühlen sich so schwer an, als hätte ich 6 Tage wie ein Irrer trainiert. Und das habe ich in meinem Leben schon mehrfach und das war dann nicht so schlimm. Sondern die fühlen sich einfach nur so unausgeruht, fertig, unfähig an. Das ist unfassbar. Und das denke ich mir gerade, wie konnte ich jemals darauf verzichten? Ich meine, wenn man sozusagen immer sich so gesund ernährt, dann ist dieses positive, fitte, vitale Gefühl einfach der Standard. Und wenn man das dann mal nur ein bisschen nicht hat, dann ist es so, wow, wie konnte ich das jemals vernachlässigen? Und für mich ist das gerade wirklich, boah, Alter, und ohne Spaß. Ich trinke ja keinen Alkohol, deswegen war ich noch nie betrunken. Ich habe in meinem Leben 200 Milliliter Bier oder so getrunken. Ich will echt nicht wissen, wie es ist, einen Kater zu haben, weil das jetzt mit dem bisschen Zucker schon, Alter, boah, das ist doch. Also kann ja jeder mit seinem Leben machen, wie er will, aber für mich, das ist so, diese. Ich ruiniere mir doch den ganzen Tag. Mir geht es heute so. Wie gesagt, nicht so beschissen, aber es schränkt schon ein und das ist doch, keine Ahnung, ist doch diesen Genuss niemals wert. Und boah, ich mache jetzt weiter mit meinem Studium, weil ich muss noch für diese Woche die letzten Sachen fertig machen, weil ab nächster Woche geht es richtig los. Bisher waren ja bloß so ein paar Kurse offen und ab nächster Woche fangen alle Kurse also alle Module mit allen Kursen an. Ein volles Volumen und da muss ich mich richtig, richtig reinhauen. Deswegen muss ich jetzt von der Woche auf jeden Fall alles fertig machen, dass ich in die nächste dann frei bin und alles neu attackieren kann. Und ja, auch mit Kopfschmerzen, das ist halt der Scheiß an der Sache. I can switch it up anytime that I want. Fuck your image, I'ma only make the music that I want. I'm in Florida from Connecticut, so I put in work. Won't see mama or my father till I take us out the dirt. I'm on a side note.